Einen wunderschönen guten Abend oder guten Tag, guten Morgen, je nachdem, wann ihr das Video anschaut. Ja, ihr wundert euch bestimmt, wo ist die Crafting Mom und dann auch noch mit Netherite. Ja, ich habe versucht, vorgestern einen Livestream zu starten. Leider gab es da doch einige Probleme, was mir sehr, sehr unangenehm war und was mir auch echt leid tut. Genau, da wollte ich nämlich eine kleine Rundtour machen auf meinem Realm-Server in der Bedrock. Und das, ja, gibt es jetzt als Videoformat. Ich werde mich jetzt hier kurz halten, deswegen zeige ich euch nur meine gebauten Sachen, meine Projekte. Vieles werdet ihr bestimmt, ja, kennen, denn ich habe hier vieles nachgebaut. Ja, von einigen YouTubern, zum Beispiel von Kroko, von Iosa, ja, also von einigen, weil, wie gesagt, ich spiele auch noch nicht so lange Minecraft, deswegen habe ich anfangs immer so nach Tutorials geschaut und gebaut. Ja, ich würde sagen, wir fangen an. Ich stehe jetzt nämlich hier gerade am World Spawn. Den habe ich natürlich auch verschönert. Ja, da ist er. Klein, aber fein. Ja, ich werde jetzt hier aber nicht fliegen. Wir werden nämlich jetzt die Tututbahn nutzen. Das war nämlich ein Gemeinschaftsprojekt, ja, einige Bahnhöfen und Strecken zu verlegen. Und ja, hier sind so Starterkisten, die werden immer wieder befüllt, wenn sich neue Mitglieder, ja, hier antreffen. Momentan ist aber ein Aufnahmestopp. Das heißt, ja, wir nehmen erstmal keine Mitglieder an. Genau, hier ist die Koordinatentafel. Es fehlen natürlich noch ein paar Mitglieder. Sollte ich nochmal schnell nachholen. Ich glaube, 3 Stück fehlen. Genau. Ja, dann würde ich sagen, lass uns mal runtergehen in die U-Bahn-Station. Oh, ne. Du böser Hund. Das arme Karnickel. Ja, hier stehen wir. Ja, an der ersten Station, die U-Bahn-Station, die ich hier gebaut habe. Genau, es ist noch nicht alles zu 100% fertig, muss ich sagen. Wir halten uns eigentlich auch eher momentan selten hier auf, wegen SkyWorld. Genau, die Strecke ist da noch nicht fertig. Die soll, wir werden hier jetzt demnächst auch umziehen in das 1.18-Gebiet. Und da soll die Strecke halt dann hinführen. Und die führt, ja, in mein Gebiet, und da fahren wir jetzt auch hin. Ja, diese Strecke, die ist auch von mir gebaut. Da saß ich auch ein paar Tage dran, muss ich sagen. Aber ich bin ganz zufrieden. Ja, die Strecke ist jetzt aber auch nicht allzu lang, deswegen werde ich jetzt hier keinen Zeitraffer reinhauen. Es gibt hier natürlich auch längere Strecken, die werden wir aber jetzt hier nicht befahren. Ja, es nimmt zu viel Zeit auf sich, jetzt hier wirklich komplett alles zu zeigen. Deswegen zeige ich euch nur das, was von mir ist. Und ja, genau, hier sind schwebende Bäume. Das triggert mich immer so ein bisschen. Die haben wir wohl vergessen abzubauen. Na gut, ich sehe das jetzt hier gerade im Video. Ja, da ist die erste Schatzsuche, die für mich gemacht wurde, von dem Daniel. So ein Kennenlernen. So eine Kennenlernschatzsuche, die hat echt Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen spät war an dem Abend und ich nicht gleich drauf gekommen bin. Ja, das war auch so ein, ja, mein Highlight dieser Strecke. Also eine kleine Lush Cave, ja, Höhle nicht, aber ja, Gegend zu machen. Genau, und hier sind wir in meinem Gebiet. Ich bin so ein bisschen erkältet, nicht wundern. Ja, wie ihr sehen könnt, es sind viele Sachen einfach nachgebaut. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so schlimm. Dennoch war mir das jetzt wichtig, euch auch den Server zu zeigen, weil der Livestream einfach nicht funktionierte. Genau, hier ist die Lush Cave, oder der Lush Cave Bahnhof. Der ist auch von mir gemacht. Jetzt kann ich hier erstmal ein bisschen Müll ablagern. Oh, es ist immer so schlimm, wie schnell man vollgemüllt ist. Ja. Genau, wie gesagt, der ist ja auch noch nicht 100% fertig. Hier fehlen noch so
Kleinarbeiten, sag ich jetzt mal. Genau, da geht's zu meiner Base, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt möchte ich euch, ja, hier sind so einige Haltestellen, aber das zeige ich euch jetzt nicht in diesem Video. Ja, das ist die Arena, die werde ich euch auf jeden Fall zeigen, weil das ist von mir Unterwasserbahnhof von Daniel und Hobbitbahnhof von der Carmen, was aber jetzt nicht in dem Video kommt. Genau, ich werde hier jetzt einen kleinen Zeitraffer einbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, jetzt sind wir in der Arena angekommen. Leider leckt das immer ganz stark, wenn ich mit der Bahn fahre. Das, was ihr im Zeitraffer gesehen habt, das war von Daniel und Mona, die Basis. Genau, jetzt zeige ich euch unser Herzensstück, die Arena. Genau, da ist unser, ja, Starterhaus, wo wir unsere Items ablegen können, auch einen Respawn-Punkt setzen können, weil sterben tut man hier definitiv. Deswegen, ja, alle Items ablegen. Hier sollen nochmal die Spielregeln aufgestellt werden. Ja, jetzt wird es dunkel, es war ja klar. Ja, das erste Spiel, das seht ihr hier schon, das ist aus Sky Attack von dem IOSA. Das habe ich natürlich auch nachgebaut, weil ich fand das so genial. Eine tolle Idee. Ja, ich glaube, das sollte ich mal hochpacken. Das ist bestimmt alles von mir. Ich bin da nämlich genauso ehrgeizig wie Coco. Oh. Oh, ja, fliegen sollte gelernt sein. Ob ich da jetzt raufkomme, ohne in die Lava zu fallen? Na komm. Ja, denn ich kann genauso gut das Jump'n'Run wie Coco. Ich habe es bis jetzt noch nicht einmal geschafft. Mein Sohn ist mit auf dem Server. Er hat es beim ersten Mal ausprobiert, als die fertig war, und beim dritten Mal hat er es gleich nach oben geschafft. Ich habe es bis heute nicht geschafft. aber ich glaube, ich habe da jetzt auch keine Motivation mehr, es weiterhin zu machen. Na, mal schauen, mal schauen. Genau, ich gehe jetzt erstmal eine Runde schlafen. Hier kann man nämlich auch seinen Respawn-Punkt setzen. Ja, in Sky Attack war das das Void. Hier ist das die Lava. Aber ich fand das echt eine geniale Idee, die ich sofort umsetzen wollte. Genau, das ist unser Kampfring, sag ich mal. Da halten ich und Daniel uns gerne auf und haben hier eine Menge Spaß. So wie gestern Abend. Das war echt ein genialer Abend hier. Genau, hier kann man Tic-Tac-Toe spielen. Also insgesamt vier Spieler. Hier zwei und hier zwei. Ja, Stöcker und Schleimbälle, ich glaube, da drüben habe ich Magma-Creme, genau. Ja, hier ist ein ganz einfaches Bogenschießenspiel, wo es nach Punkten geht und jeweils drei Runden. Genau, das, wie gesagt, ist ganz einfach gehalten. Macht aber Spaß, wenn man mit mehreren hier steht und die ganzen Spiele spielt. Da hinten ist die Preiskiste. Genau, da ist das Lava-Spiel, das kennen bestimmt einige auch aus Mystery. Das fand ich auch echt toll gemacht von Kroko, deswegen musste das hier auch gebaut werden. Ich habe die Kisten hier auch befüllt. Hier ist ja Team Blau, da hinten Team Rot. Und hier sind dann halt so kaputte Bögen mit einem Pfeil und ich glaube auch Schneebälle und Eier und Dreizack sogar. Genau, der nämlich hier ja runterfällt oder in die Lava fällt, hat nämlich verloren. Es macht auf jeden Fall viel Spaß und ich mag solche kleinen Minispiele einfach. Vor allem das so nachzubauen, das ist meine Welt. Genau, hier ist auch ein Respawn-Punkt, den man setzen kann. Die Preiskiste, die fülle ich dann immer. Entweder, wie gesagt, mit Elytra oder irgendwas Wertvolles. Da hinten seht ihr das Piratenschiff von Daniel. Das war auch ein mega Projekt von ihm. Aber wie gesagt, ich zeige euch hier nur meins. Ja, hier ist ein Angelspiel. Ja, wer angelt zuerst? Ja, ein verzaubertes Buch oder Name Tag. Genau. Ja.
Da kann man halt den ganzen Mist reintun. Ja, und da hinten, also hier vorne ist ein Boot drin. Hier habe ich überall Magma-Blöcke verteilt. Halt so Hindernisse. Es macht auch echt Spaß. Das haben ich und Daniel auch gestern gespielt. Und ich finde die Ausrüstungsständer hier echt genial in der Bedrock. Die können sich nämlich bewegen und haben Arme. Die sehen nicht aus, als hätten sie einen Autounfall gehabt. Wie in der Java. Genau, hier ist das Startziel. Und das geht dann einmal quasi um die Insel. Ja, und dann war es das ja eigentlich auch schon aus der Arena. Ja, das war echt ein Projekt, was mir am Herzen lag, dass ich das hier auch nochmal baue auf unserem Server. Wenn ihr noch andere Minispiele-Ideen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil da bin ich immer offen für Neues. Ja, und dann würde ich sagen, fliegen wir mal kurz rüber. Ja, zu mir. Dann zeige ich euch mal, wie meine Basis aussieht, wie meine Gegend, mein Grundstück aussieht. Genau, da ist die Eisenfarm von Daniel und Mona. Das war das Erste, was die, glaube ich, hier auch gebaut haben. Ja. Also ich bin echt stolz, was wir hier aufgebaut haben und wie viel Spaß man auch miteinander haben kann. Ja, da ist ein Leuchtturm, was die Carmen bei mir gebaut hat am Hafen. Ich glaube, der Leuchtturm ist auch von Kruke, wenn ich mich nicht irre. Ja, es tut mir leid, dass das so ein bisschen leckt hier. In einigen Gegenden leckt das ganz schön. Ja, wie ihr sehen könnt, ich war hier super fleißig. Ich mag diesen Stil, den Kruke auch gerne baut. Deswegen habe ich da seine Burg in Angriff genommen. Das war echt, es hat Spaß gemacht. Genau, hier ist ein kleiner süßer Hafen, der auch noch nicht fertig ist. Und hier treffen wir uns immer alle und trinken Met. Ja, reinspaziert und schnappt euch einen Met. Ich glaube aber, der Fass ist leer. Ja, alle ziemlich versoffen hier. Ja, wir treffen uns hier immer so zum Abschluss des Abends. Hier kann man auch schön Musik hören. Ich möchte auf jeden Fall auch noch die neue Schallplatte hier hin haben, also hier aufhängen, die es aber super selten gibt. Genau, hier kann man auch Zimmer mieten für zwei Personen, falls man ja von einer harten Nacht oder Entdeckungstour wiederkommt. Und ja, hier wird der Met gebräut. Ja, hier unten sind die zwei Betten, die man hier mieten kann. Ja, hier hat man auch ja, Frühstücksbrötchen. Findet ihr nicht auch, dass sie eher nach Brötchen ausschauen statt nach Ofenkartoffeln? Deswegen habe ich die jetzt mal umbenannt, dass man nach dem Aufstehen auch was in den Magen bekommt. Ja, das war unsere süße Hafenkneipe. Ja, hier ist auch noch nicht alles fertig. Hier sind so ein paar Marktstände aufgebaut. Ja, ich weiß nicht, ob es nochmal irgendwann fertig wird, aber ich denke schon, da bin ich doch ein bisschen ehrgeizig, alles fertigzustellen. Ach, jetzt leckt das wieder. Ja, hier ist ein Pferdestall, den solltet ihr eigentlich auch kennen. Den fand ich echt genial. Ja, die Brücke auch. Wie gesagt, da ist der Leuchtturm von der Carmen. Ja, mein Raketenshop, aber da kommen wir gleich zu. Jetzt klingeln wir erstmal, gucken, ob wir jemanden antreffen. Ja, die Burg zu bauen, die hat echt Spaß gemacht und die ist super toll. Ich finde das auch mega genial, dass die so verwinkelt ist. Und wenn mein Sohn hier immer auf dem Server ist, dann machen wir hier quasi immer eine kleine Jagd. Dann macht er eine Jagd auf die Mama. Und wir haben ja auch echt viel Spaß dann, weil ja, man hat hier so viele Eingänge und Wege und es ist echt genial. Genau, fangen wir hier mal im Haupthaus an. Ja, meine Pantoffeln, meine Schlapperhose. Ja, die habe ich verloren, mein Shirt. Hier ist auf jeden Fall auch noch meine zweite Ausrüstung. Einiges ist leider verloren gegangen. Genau, hier unten kommen wir in meinen Alchemistenraum. Den zeige ich euch aber. Ja, komm, wir gehen da jetzt runter. Tür zu. Hier unten habe ich eine Wasserquelle, damit ich immer hier Wasser habe, weil Tränke brauen ist mein Ding. Ich liebe den Unsichtbarkeitstrank, um Schabernacks zu treiben. Da bin ich halt ein bisschen bekannt für, hier auf dem Server.
Genau, hier unten kommen wir zu meinem ja, Zauberraum. Ein bisschen kitschig, aber das darf er auch gerne sein. Ich finde die neuen Blöcke toll, die machen auch so tolle Geräusche. Ja, hier geht's ja zu den Nesserwarzen und Pilz, ja, Farmecke. Genau, da oben geht es zu meinem Starterlager, zu meinem Kleinlager, aber da gehen wir jetzt in die andere, also den anderen Weg. Ja, also es hat mir hier viel Spaß gemacht, aber momentan ist SkyWorld gerade mein Hauptprojekt. Deswegen ist man hier eigentlich selten drauf. Ja, die Köpfe sollen da auch noch runter. Genau, hier ist so ein kleiner Treppenhaus, da gehen wir aber gleich hoch. Und hier sind wir in meinem Kleinlager. Der ist nicht, also es ist kein automatischer Lager. Hier kommen wir eigentlich dann an, wenn wir mit der Bahn fahren. Das ist die Strecke zum Bahnhof. Ja, hier führt es runter zu meinem Zauberraum, zu den Pilzen und Nesserwarzen. Ja, ich habe jede Menge Schalkerkisten. Die sind hier auch alle befüllt. Also Schalkerkisten kann ich nicht genug haben. Ja, mein süßes Lager. Hier hinten habe ich auch noch einen Notausgang. Der ist auch noch nicht fertig, der Raum. Und hier hinten kommen wir dann zu dem Pferdestall. Genau, ich habe hier insgesamt drei Ausgänge, wo man flüchten kann vor meinem Sohn. Hier ist der dritte. Da geht es zur Goldfarm, den Daniel gebaut hat, was auch wichtig war für die ganzen Strecken. Ja, dann gehen wir mal runter. Das ist sozusagen die Fabrik von der Burg. Ein automatischer Ofen, die Lavaquellen. Hier habe ich eine kleine süße Blumenfarm. Ja, Wollefarm mit zwei Schafen. Das hat auch absolut gelangt für mich. Der ist auch noch nicht fertig, der Raum. Ja. Schande über mein Haupt. Und das ist jetzt mein automatischer Lager, der in mehreren Stöcken aufgeteilt wurde. Beziehungsweise es sind zwei fertig und zwei warten noch darauf, fertig gemacht zu werden. Genau, das führt dann alles hier runter. Oben ist auch noch eine Kiste. Ja, meine Eierfarm für einen Eier- oder Hühnerkrieg. Die funktioniert leider nicht. Ja, und hier unten, ja, meine Bienenfarm, meine Honigfarm, aber leider, ja, ist die wieder kaputt, warum auch immer. Hier klaut mir ständig ein Enderman Erdblöcke, was auch nervig ist. Genau, das führt dann alles hier runter und wird hier weiter einsortiert. Oben habe ich nämlich auch eine Kiste zum Reinwerfen. Genau, und hier geht es auch zur Goldfarm. Ja, ich glaube, das hört man jetzt nicht, was da los ist. ja, also ich bin echt stolz auf mein Lager. Ich finde, das sieht auch echt süß aus. Ja, hier unten sollen noch zwei weitere Stockwerken hin, aber ja, die Motivation hat hier nachgelassen. Und hier kann ich dann halt in die Höhle gehen, zum Erze suchen. Na, ich glaube, er kommt, den nehmen wir jetzt auch mit. Ja, mal schauen, ob ich das alles noch fertig schaffe, weil wir wollen hier demnächst auch umziehen. Und am besten wäre, wenn ich hier alles noch fertig stelle. Genau, jetzt sind wir hier im Treppenhaus. Wir gehen jetzt mal hier hoch. Ich zeige euch jetzt aber nicht jeden Turm. Wenn ihr diese Burg ja, komplett anschauen wollt, dann schaut euch das Video von Kroko an. Wenn ihr die auch nachbauen wollt, ich kann es euch nur empfehlen, die ist echt mega toll. Ja, hier geht's zu meinem Schlafraum, zu meinem Haupthaus oder Haupthaus, ja, Haupthaus. ja, hier geht's auch nochmal raus. Stimmt, eigentlich habe ich hier ja vier Ausgänge. Ja, hier oben sind wir in dem großen Turm. Hier hat man auch eine schöne Aussicht. Genau, das ist einfach alles von mir. Wie gesagt, der Leuchtturm ist von Carmen. Da hinten war auch noch eine Mühle, die ist von Carmen gebaut. Aber ich zeige euch jetzt nicht jeden einzelnen Turm. Das wird das Video einfach sprengen. Genau, und hier ist mein Raketenshop. Der ist echt, also der kommt hier sehr gut an. Ja, da hat noch keiner bezahlt. Ich glaube, das war ich gestern. Muss ich noch nachholen. Aber der wird regelmäßig nachgefüllt, weil die Raketen hier einfach echt
Weggehen wie heiße Semmeln. Hier habe ich auch noch einen kleinen Marktstand, eigentlich mit Netherite, aber ich habe die jetzt leer gemacht. Hier sind noch, genau, hier sind Getränke. Ja, es ist mal wieder Nacht. Ich hoffe, wir kriegen jetzt keine Probleme mit Mops. Hier ist ja meine Hühnerfarm, mein Farmhaus links und mein Kuhstall, beziehungsweise der Kuhstall auch von Kroko. Wie ihr merkt, hier ist einiges nachgebaut von Kroko. ja. Ja, und da ist die Mühle, die hat Carmen gebaut. Die sieht noch sehr leer aus. Vielleicht habe ich auch noch Lust, die einzurichten, bevor wir umziehen. Ja, das ist auch oh, ich mag das Portal gerne. Das, ja, ich finde es einfach genial, mal außergewöhnliche Portale zu bauen. Jetzt muss ich mich jetzt hier erstmal durchschlagen. Ja, und wie ihr sehen könnt, da ist ein Nikolausstiefel. Ja. Ich fand den süß, deswegen habe ich den auch nachgebaut. Genau, hier ist die Schmiede. Hier waren auch mal Dorfbewohner drinne. Das hat mich so ein bisschen geärgert, dass sie jetzt da nicht mehr sind. Irgendwas ist hier schiefgelaufen. Ich weiß bis heute nicht, war, ja, was. Weil hier ist auch irgendein Zaun weg. Ob hier, ja, da. Ja, es ist ein bisschen ärgerlich. Aber nun ja. Ich bin da nicht nachtragend. Es ist ein Spiel. Genau, hier wohnt mein Holzfäller. Der lebt hier auch noch. Den habe ich hier eingesperrt. Der Arme. Aber ich musste hier einige einsperren. Oder es ist, glaube ich, der letzte, der noch überlebt hat. Spinne, ey. Ups. Egal. Ja, jetzt zeige ich euch noch ein Herzensprojekt von mir. Hier war mal ein Marktplatz. Der ist aber auch nicht mehr befüllt mit den ganzen Dorfbewohnern durch die ganzen Raids. Ja, hier hat sich mein Sohn niedergelassen gehabt, aber da haben wir alles abgerissen, weil er umgezogen ist. Aber umso näher ich jetzt an Carmen Space komme, umso leckiger wird das, was leider ein bisschen ärgerlich ist. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ja, dann kommen wir jetzt auch zum Schluss, denn das war wirklich ein Projekt, wo ich am längsten dran saß. Ich glaube, über eine Woche. Die Trading Hall. Und das ist auch ja, mein Design. Das habe ich frei nach Schnauze gebaut. Ich bin da echt stolz drauf. Ich finde, das sieht auch echt klasse aus. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Ja, die ganzen Dorfbewohner, die sind auch alle günstiger. Also alle für ein Emerald. Deswegen, das war echt. Oh. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Trading Hall gebaut hat mit Bücherwürmer, sage ich immer, oder sagt Daniel immer, ja, die wissen, was es hier an Zeit kostet. Genau, die sind alle für ein Emerald, was mir auch wichtig war. Okay, der nicht. Was ist hier schiefgelaufen? Warum bist du so teuer? Naja. Ja, also man hat hier wirklich alles. Das war mir auch wichtig, dass man hier alles kaufen. Du bist ja noch teurer geworden. Was ist hier passiert? Ach ja, aber irgendwie ticken die Dorfbewohner hier komplett anders als wie in der Java. Die wechseln auch ständig ihre Arbeitsblöcke, was auch echt nervig ist. Somit können sie sich nicht aktualisieren. Oh, was ist? Ich würde jetzt echt gerne wissen, was hier passiert ist, aber ja, da kümmere ich mich jetzt nicht mehr drum. Das hat mich echt Nerven gekostet hier, deswegen, ja, muss man dann halt da jetzt ein bisschen mehr zahlen. Genau, das ist mein Design, das habe ich alles selber, ja, gebaut. Huch, falscher Ausgang. Genau, und ja, da drüben gibt es auch noch die weiteren Dorfbewohner. Blau für Bücher und Rot für alles Weitere. Ja, aber die sind jetzt nicht günstiger gemacht worden, weil ja, sonst verliert man hier irgendwann den Reiz, wenn man alles zu günstig bekommt. Es soll ja auch noch so ein bisschen Ansporn geben, um Emeralds zu sammeln, zu farmen oder zu ertraden. Weil wenn man alles für einen Emerald kriegt, dann ja, wird es irgendwann auch langweilig. Und es ist ja auch nicht einmal auf kreativ gestellt, das war mir auch super wichtig, weil ich bin eine, ist einmal ja, in kreativ umgestellt worden, habe ich keine Lust mehr zu spielen. Ich mag es lieber im Survival-Modus ohne kreativ.
Ja, ich würde sagen, das war es jetzt auch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir den Livestream nicht machen konnten. Somit habt ihr jetzt ein kleines Video mit einem kleinen Rundgang. Und ja, wenn euch das gefallen hat, dann dürft ihr das Video gerne liken. Ja, und über ein Abo würde ich mich auch freuen, weil mein Ziel ist es, dieses Jahr nochmal 1000 Abonnenten zu knacken. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall richtig drüber freuen, wenn ihr mir da behilflich sein könnt. Teilt das Video mit euren Freunden. Ihr dürft auch gerne ja, in meinen Discord reinjoinen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal in Skyworld. Ciao, ciao.